Ja, wir bei Stiege wollen bei dieser Technologie dabei sein und diese E-Mobilität fördern. Stiege ist ein ganz ein wichtiger Partner bei unserer Klima- und Energiepartnerschaft 2050 und Elektromobilität ist ein Schwerpunkt und man sieht es hinter mir mit dem Elektro-LKW. Das ist eine große Innovation. Ja, der E-LKW von uns, von der Stiege, fährt sich pipi fein. Ich fühle mich so wohl mit dem Gerät. Du bist jeden Tag damit unterwegs, kennst das Gerät vor allem und bist tiefenentspannt, sobald du einsteigst. Das ist Wahnsinn. Wir bei Stiegl haben im Jahr 2018 139 Tonnen Restmüll entsorgt und setzen einige Maßnahmen, um das zu reduzieren. Wir versuchen Trennsysteme einzuführen, mit Farbleitsystem. Mitarbeiter sammeln Papier getrennt. Stiegl macht natürlich auch sehr viele Feste. Die Eigenevents werden hauptsächlich als Green Events durchgeführt. Und natürlich schmeckt unser Stiegl Goldbräu am besten aus dem Stiegl Glaskrug. Aber es ist leider nicht immer möglich, aus sicherheitstechnischen Bedenken Feste mit Glas durchzuführen. Daher wollen wir unseren Kunden in ganz Österreich über Mehrwegbechersysteme mit dem kühlen Nass versorgen. Wir schauen eben auch, dass wir dieses Thema ganzheitlich denken. Und dass wirklich auch die Mitarbeiter sensibilisiert werden und diese Themen auch dann im täglichen Tun sozusagen so gut als geht einfach berücksichtigen.